Ja, hallo erstmal wieder, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra und wir machen jetzt hier weiter im kalten Norden. Sieht man so einen kleinen Fuchs unterwegs? Was war da gerade mehr? Habe ich irgendwie eine Ziege gehört? Oh. Wir müssen da rüberkommen. Der Wind wird uns gleich rüberschießen ohne Ende, wenn er wieder von der anderen Seite kommt. Ja, oh. Wir müssen weiter am besten, ne? Gleich weiter, ne? Hoffe ich doch mal. Ah, wir werden getrieben hin und her. Hier dreht der Wind. Okay. Ey, was war da unten am rechten Bildschirm, unteren Bildschirmrand? Da war doch irgendeine Figur. Noch ein Eisfohlen. Ja. Ja. Der Terra ist zu weit gelaufen. Da, unten am Bildschirmrand. Seht ihr das? Nein. Hallo. Wir können nichts weiter machen, außer hier Tier wechseln. Auch mit der Taste, okay, aber sonst. Schade. Okay, wie gehen wir mit ihr weiter, ne? So, da ist er wieder. Da komme ich ran. So, vorsichtig. Der kommt da auch nicht hoch. Hä? Während des Kletterns drücken und um von der Wand abzuspringen, muss er da hoch oder was? Ah. Okay. Oh, okay. Oh, ja. Mann. Von einer Richtung zur anderen springen ist ein bisschen komisch hier. Oh, das war zu weit. Oder falsche Richtung, wie auch immer. Na komm. Mal macht das, mal macht das nicht. Ah, ja, komm. Wir kämpfen uns da durch. Ja, der Wechsel ist noch da ist sehr kompliziert, finde ich. Komm. Huh. Hat er denn hier irgendwie noch einen Geist gerade beschworen, ne? Nee. Okay. Oh ja, das kann interessant werden. Oh, da waren wir zu weit. Zu kurz. Terra ist vielleicht doch kein Spiel für dich hier so. Jump'n'Run-Spiele haben mir eigentlich noch nie gefallen, so richtig. So, da sind wir jetzt nicht mehr da. Oh, das war wieder zu weit. Tja, man klettert er hoch mal. Nicht. Was ist denn das? So. Komm. Ey. Schon klar, von der Wand abspringen.
Okay. Da kann ich verstehen, dass keiner sich das Ding anguckt hier. Bei den Versuchen. Finde ich schade, dass das so nicht funktioniert, aber naja, gut. Wir geben nicht auf, Leute. Wir geben nicht auf. Komm, komm, komm. Ich kann ja nur nach links und nach rechts springen. Wann ist nicht? Kletter doch mal hoch. Du warst schon oben. Alter. Manchmal hat das Gefühl, als wenn er die Befehle nicht annimmt. Hm. So, da ist er, ja. Aber... Ja. Jo. Lololololol. Kann sie auch? Nee, sie kann nicht. Gott. So. Geht er nur noch da, ne? Oder kann sie auch von hier irgendwie ranspringen? Nee. Nun los, komm hoch da. So, gehen wir mal hier wieder hier hin. So. Alter, kletter, kletter und er fällt wieder runter. Kletter hoch. Na. So, jetzt ist er da oben. Hä? Der hält's auch nicht lange fest. Schade. Hallo, bitte hochspringen. Nee, da geht nicht. Ach man, nun warte. Geht das schon wieder los hier? Ja, sorry. Sorry, aber irgendwie... Tut mir ja leid für euch, aber ihr habt einen Vorteil, ihr könnt vorspülen. So. Sehr eigenartig. So, A und B. A und B, ja. Warte mal. Ist sehr kompliziert mit links. Ich sage es so, wie es ist. Oh, siehst du, schon falsche Taste. Oh, ja. Ah. Okay. Ich versuche es mal mit Tastatur. Aber ihr seht, mit Tastatur ist das auch ganz schön der Krampf. So, jetzt muss ich sie wieder, ne? Okay. Hi, Queen, today. Verlagt doch in die Wungerrock, ob ich. Mann, so viel Zeit verschwende, bloß mit da hochzukommen. Aber ja, wie gesagt, tut mir leid, dass ich da mit der linken Hand nicht so hinkriege nach einem Schlaganfall, aber. Oh, was ist er für eine? Halt! Hallo! Kann doch Oma, ich ist immer nicht dran. Ich muss lag doch eine Werkscherer, Leute. Kann doch Kita, Bruder. Kaum geringer ich bin. Vielleicht auch die Ich kann auch näher, ich bin Kim und deine Nacke.
Shavare de Lama. Mhm. Okay, müssen wir die Trommel füllen oder was? Okay, die Trommel füllen. Okay. Also, wieder halb Tastatur, halb Gamepad. Kommt doch gleich wieder Sturm, ne? Herzschlag der Gemeinschaft. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Nee. Genau. Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still a recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat. Because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community, and it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity, everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside of the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Ja, ja. So sitzt der Terra auch da, wenn er hier nicht so funktioniert, wie er gerne hätte. Okay, so weiter. So, hab wir meine ich auch für Uhr geschaut, aber wir machen einfach weiter so. Ach, der Fuchs muss wieder ran. Ja, doch, okay. So, nee. Ja, doch. Oh, oh. Okay, der Fuchs kommt da von alleine hoch, ne? Jetzt, oder? Okay. Dun, 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 dun. Ey, da ist ein Verrückter. Das sind zu viele. Oh Gott. Oh Gott. Na, ja, das kann was werden. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, ne? Also, falls nichts mehr kommen sollte, ne, dann habe ich das Projekt eingestellt. Aber lasst euch überraschen. Also, denn ringehauen, habt noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge vielleicht. Bis dann, euer Terra. Ciao.